Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Dies ist nun eine brandneue Predigt. Wir haben ja in den letzten beiden Wochen ältere Predigten aufgeladen, weil ich außer Lande war, bin aber jetzt wieder zurückgekommen. Und ich möchte heute mit unserer Vortragsreihe über die Ereignisse fortfahren, die im Buch der Offenbarung beschrieben stehen. Aber zunächst kurz ein Wort in eigener Sache. Ich hatte ja bereits mehrfach erwähnt, dass meine Frau und ich Ende März, Anfang April in Deutschland sein werden. Und einige haben mir auch geschrieben, weil sie uns gerne kennenlernen möchten und treffen möchten. Aber schreiben Sie mir bitte an meine persönliche E-Mail-Adresse. Und die finden Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de. Denn wenn Sie zum Beispiel über YouTube an mich schreiben, wir haben bereits festgestellt, einige Meldungen sind da total verloren gegangen. Nochmals vielen Dank dafür. Und jetzt die Frage, was wird in der Zukunft geschehen? Wir hatten bereits in der letzten Sendung dieser Serie davon gesprochen, dass es 7 Posaunen geben wird, die geblasen werden. Und wir hatten mit der 7. Posaune angefangen und hatten gesehen, dass diese 7. Posaune wiederum in 7 Plagen unterteilt ist. Und wir hatten auch die erste Plage bereits besprochen. Und die finden wir ja in Offenbarung Kapitel 16. Und da heißt es in Vers 2. Offenbarung Kapitel 16 und Vers 2, der erste dieser Engel ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und in der letzten Predigt dieser Serie hatten wir eingehend über das Tier gesprochen, über das Zeichen oder das Malzeichen des Tieres und dann auch über das Bild. Und ich hatte festgestellt, dass das Bild von dem zweiten Tier herrührt, das in Offenbarung 13 beschrieben wird. In Offenbarung 13 werden nämlich 2 Tiere beschrieben. Zunächst einmal das Tier, das das politische, militärische System des Römischen Reiches darstellt, das sich 10-mal erneuern würde. Und dann würde aber ein zweites Tier hervorkommen mit 2 Hörnern, das aussieht wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Und es ist dieses zweite Tier, das ist wichtig zu verstehen, dass dieses Bild produzieren wird, was immer mit dem Bild gemeint ist. Die hauptsächliche Erklärung ist die, dass das zweite Tier dem ersten nachgebildet ist, in dem Sinne, dass es so die gleiche Struktur hat und dass es dann auch spricht, in dem Sinne, dass es also Doktrinen verkündigt, Lehren verkündigt, Ideen verkündigt, die aber eben nicht christlich sind, die eben aber nicht biblisch sind. Nun, wir hatten auch gesehen, dass eine mögliche zweite Erklärung die sein könnte, dass in der Endzeit es tatsächlich eine Statue geben wird, ein Bild geben wird, das spricht. Und auch geschichtlich gesehen hat es so etwas ja schon verschiedentlich in gewisser Form gegeben. Nun, einige haben mir geschrieben und mich gefragt, ob mit dem Bild nicht einfach das Fernsehen gemeint sein könnte. Mit anderen Worten, dass das erste Tier damit verdeutlicht wird. Nun, wir müssen verstehen, es ist das zweite Tier, das religiöse System, dass das Bild herstellt. Also diese Erklärung mit dem Fernsehen, die würde nur dann zum Tragen kommen, wenn man sagen würde, dass das Fernsehen in der totalen Kontrolle des zweiten Tieres wäre. Nun, in gewisser Weise kann das schon durchaus sein. Auch heute ist es ja so, dass in Deutschland zum Beispiel die öffentlichen Sender, so wie ich das verstanden habe, in der Hand von Menschen sind, die im Aufsichtsrat sitzen, die also hauptsächlich natürlich katholisch und evangelisch sind. Aber man muss das auch historisch sehen. Und das ist sehr wichtig zu begreifen. Dieses Tier, das zweite Tier, das ein Bild herstellt vom ersten Tier, das hat es ja schon lange gegeben. Noch bevor es überhaupt Fernsehen gab. Schauen Sie. Sodass also die Idee des Fernsehens vielleicht eine sekundäre Bedeutung haben mag für die Endzeit, aber keine ausschließliche Bedeutung sein kann. Das ist sehr wichtig zu begreifen. Es haben nämlich viele da interessante Ideen aufgestellt, auch im Hinblick auf das Tier, das in Offenbarung 17 beschrieben wird. Das ist ja das Tier, auf dem die Frau sitzt, die gefallene Frau, die Hure, die dieses Tier lenkt. Und dieses Tier hat 7 Köpfe. Schauen Sie, 10 Hörner. Es ist dies eine Kontinuierung des Tieres, des ersten Tieres in Offenbarung 13. Und das erste Tier in Offenbarung 13 ist wiederum eine Kontinuierung der Tiere, die in Daniel, im Buche Daniel beschrieben stehen. Und im Buche Daniel wird ja von 4 Tieren gesprochen.
Das vierte Tier, das Römische Reich. Offenbarung 13 zeigt uns, dieses Römische Reich wird 10-mal erneuert werden. Offenbarung 17 zeigt uns, dass die 7 letzten Erneuerungen dieses Tieres, des Römischen Reiches, eine Kombination sein werden von Kirche und Staat. Deswegen wurde das Römische Reich dann auch das Heilige Römische Reich genannt, unter Karl dem Großen oder und das, unter Otto dem Großen das Heilige Römische Reich als Nation. Also die Idee zum Beispiel, die hin und wieder verkündet wird, dass es bei dem Tier um Offenbarung 17 Amerika sein soll oder die Frau, die auf dem Tier sitzt, soll Amerika sein, die Europa beherrscht, hat keinerlei historische Grundlage. Man kann also nicht einfach jetzt da Spekulationen anstellen, die sich nicht aus der Historie ergeben. Die Bibel beschreibt dies historisch. Hin und wieder gibt es dualistische Prophezeiungen, die historisch gesehen bereits erfüllt worden sind und dann noch erfüllt werden in der Zukunft. Da würde ich auch noch darauf zu sprechen kommen. Also es ist sehr wichtig, dies richtig im richtigen Umfange zu begreifen. Und so werden wir also klar und deutlich uns dies gesagt, dass in der Endzeit es eine Kollaboration geben wird zwischen dem politischen und dem religiösen System in der letzten Auferstehung des Römischen Reiches. Und wie ich dies öfters gesagt habe, wird dies letztendlich eine Zusammenfassung sein von 10 Nationen oder Nationengruppen in Europa, die dann ihre Autorität, ihre Macht dem Tier geben werden, mit anderen Worten dem letzten Führer des politischen Systems. Und der wird aber Hand in Hand mit einem religiösen Führer arbeiten. Und dieser religiöse Führer wird der falsche Prophet in der Bibel genannt. Also genug gesagt im Hinblick auf jetzt diese erste Plage der siebten Posaune. Schauen wir uns heute nun die weiteren Plagen an. Da lesen wir in Offenbarung Kapitel 16, angefangen in Vers 3, über den zweiten Engel. Den zweiten Engel, der die zweite der letzten 7 Plagen ausschütten wird auf die Erde. Offenbarung 16, Vers 3, da heißt es: Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer. Und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Alle lebendigen Wesen im Meer starben. Kann man das wirklich wörtlich verstehen? Einige sagen, nein, das bezieht sich lediglich auf ein kleines Meer, vielleicht das Mittelmeer. Also da werden vielleicht so die Tiere sterben im Meer, aber das bezieht sich nicht auf alle Meere, auf alle Ozeane. Nun denken wir daran, was wir bereits gelesen haben. Kehren wir zurück zur Offenbarung Kapitel 8. In Offenbarung Kapitel 8, da hatten wir nämlich über die zweite und dritte Posaune gesprochen. Also was noch vor der siebten Posaune geschehen wird. Und lesen wir noch einmal, was da geschrieben stand. Offenbarung Kapitel 8 und Vers 8. Da heißt es, der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg und Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb. Und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Schauen Sie, da war es klar und deutlich nicht nur eine Bezugnahme auf das Mittelmeer. Es ging da um die gesamte Meeresfläche der Ozeane. Damals starben nur ein Drittel der Geschöpfe. Hier in Offenbarung 16 lesen wir, wenn die zweite Plage ausgeschüttet wird, innerhalb der siebten Posaune, werden alle Tiere im Meer sterben. Man möge sich einmal über diese Konsequenzen klar werden. Heute wird viel davon gesprochen, dass man versuchen will, Arten auch im Meer, die im Aussterben begriffen sind, zu schützen. Und ich sage gar nichts dagegen. Aber denken wir daran, da geht es nur um einige Arten, die man beschützen will. Hier wird gesagt, dass alle Tiere im Meer sterben werden. Aber nicht nur im Meer. Lesen wir weiter. In Offenbarung Kapitel 16 und in Vers 4. Offenbarung Kapitel 16 und Vers 4. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen. Also geht es jetzt hier um Süßwasser. Und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Also hier wird jetzt Blut ausgegossen über die Wasserströme.
Und die wurden jetzt zu Blut. Wir denken gewisserweise an das, was damals Mose und Aaron taten in Ägypten. Aber auch hier, um den Zusammenhang zu sehen, kehren wir zurück zur Offenbarung Kapitel 8. In Offenbarung Kapitel 8 lasen wir in den Versen 10 bis 11 etwas Ähnliches. Da heißt es nämlich in Offenbarung Kapitel 8 und Vers 10, als der dritte Engel seine Posaune blies, also es geht jetzt zurück auf den Zeitpunkt der dritten Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Schauen Sie, das war damals der dritte Teil. Jetzt wird nicht lediglich von einem dritten Teil gesprochen. Wenn man es im Zusammenhang sieht mit dem zweiten Engel, sieht es so aus, als ob alle Wasserströme zu Blut werden. Alles Trinkwasser wird unbrauchbar, nicht mehr trinkbar. Und Sie können sich dann vorstellen, wie viele Menschen dann sterben werden, weil sie eben keine Möglichkeit mehr haben, Wasser zu sich zu nehmen. Wie gesagt, die Idee ist, dass wenn alles Wasser in den Wasserströmen zu Blut wird, dass dann auch alle Süßwassertiere sterben werden. Also nicht nur alle Tiere im Ozean, sondern auch alle Süßwassertiere, Fische und so weiter, werden diese Zeit, wenn sie kommen wird, nicht überleben. Kein Wunder, dass es in anderen Stellen in der Bibel heißt, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, die Erde wird wüst und leer werden. Das heißt nicht, wie einige sagen, dass es keine Menschen mehr auf Erden geben wird. Es werden Menschen geben, die überleben. Aber nicht sehr viele. In Offenbarung Kapitel 16 lesen wir weiter in den Versen 8 und 9. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne, und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze. Und hier wird uns jetzt gesagt, warum dieses alles geschieht. Einige sagen, ja, wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann Gott so etwas tun? Ein Gott der Liebe, wie kann der auf diese Weise handeln? Und denken wir daran, hier wird von Gott, dem Vater und dem Lamm Jesus Christus gesprochen. Einige sagen, ja, der Gott des Alten Testamentes, das war ein schrecklicher Gott, aber der Gott des Neuen Testamentes, Jesus Christus, das ist der Gott der Liebe und da kann kein Zusammenhang bestehen. Und die Menschen verstehen nicht, dass der Gott des Alten Testamentes Jesus Christus war, der es auch hier ist. Sowohl der Vater als auch der Sohn, beide Teil der Gottfamilie. Warum handeln die beiden Mitglieder der Gottfamilie in dieser Weise? Und nebenbei gesagt, einige meinen, der Heilige Geist sei ebenfalls eine Person. Keineswegs, der Heilige Geist wird zum Beispiel hier überhaupt gar nicht erwähnt. Der Heilige Geist ist die Kraft, die Macht, die Gesinnung, die von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgehen. Auch darüber werde ich noch in einer Predigt Näheres sagen. Die Idee der Dreieinigkeit findet sich nicht in der Bibel. Sie findet sich im Heidentum, aber nicht in der Bibel. Aber schauen Sie, was hier geschieht. Nachdem Gott diese Plagen ausgießt über die Menschheit, um sie aufzuwecken, um sie dahin zu bringen, dass sie endlich erkennen, was sie tun, um sie wachzurütteln, um sie dazu bewegen zu können, eine Änderung vorzunehmen. Wie damals der Jona nach Ninive geschickt wurde, um denen zu sagen, in 40 Tagen wird eure Stadt verwüstet werden. Die haben damals bereut. Der Jona, der wollte gar nicht nach Ninive gehen, weil der nämlich die Befürchtung hatte, die würden bereuen. Und der wollte nicht, dass die bereuten, der wollte, dass die zerstört würden. Aber die bereuten. Das ganze Volk bereute. Wenn man versteht, wer heute die modernen Assyrer sind, ist es eine sehr interessante Prophezeiung, weil nämlich heute Deutschland und Österreich hauptsächlich die Nachfahren der Assyrer sind. Die einzige Stelle, wo ein Volk bereut hat, ist Assyrien. Zum Zeitpunkt des Jona. Und die bereuten. Und Gott hat dann die Plagen nicht über Assyrien ausgegossen, damals nicht. Nun, die Reue hat nicht allzu lange gedauert. Eine nächste Generation kam, die haben genau die gleichen schrecklichen Dinge verübt und dann wurde damals Assyrien und Ninive zerstört. Schauen wir uns an, was hier geschieht, nachdem diese Plage ausgegossen wird in Vers 9. Die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze, lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben.
bekehrten sich nicht, wollten keineswegs von ihren schrecklichen Verbrechen, von ihren schrecklichen Sünden, von ihren schrecklichen Vergehen ablassen. Und so wird mehr noch geschehen. So lesen wir in Vers 10. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres. Achten Sie darauf, auf den Thron des Tieres, wo also das Tier, dieser letzte militärische Führer, herrschen wird. Dieser Thron wird sich nach wie vor in Europa befinden, obwohl das Tier nicht immer in Europa sein wird, wie wir noch sehen werden. Aber diese Falle wird es auf den Thron des Tieres abgestellt und sein Reich wurde verfinstert und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen. Auch das muss man sich plastisch vorstellen. Scheinbar wird es eine solche Finsternis geben, wie es damals auch in Ägypten eine solche Finsternis gegeben hat, die man also fühlen konnte in dem Sinne. Und das wird natürlich sehr viel Angst und Schrecken und psychischen Schmerz erzeugen. Und was taten die Menschen? Vers 11, und sie lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Also scheinbar war es nicht nur Finsternis, sondern eben auch Geschwüre, die dann über die Menschen hereinbrechen werden und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Die Menschheit wird sich so weit von dem wahren Gott der Bibel entfernt haben. Die wird natürlich verführt sein, die wird ja dem falschen Propheten glauben. Dem Menschen der Sünde, der von sich vorgibt, Gott zu sein. Die werden keinen Zusammenhang sehen zwischen dem, was hier geschieht, und dem, was Gott will. Und die zwei Zeugen, die ja auch zu dem Zeitpunkt auftreten werden und die Wahrheit verkünden werden, die werden von den Menschen als falsche Propheten angesehen werden, die einen falschen Gott repräsentieren. Und sie werden sich nicht von ihren Werken bekehren. Die meisten nicht, einige schon. Die meisten nicht. Sie werden Gott lästern, sie werden Gott verfluchen. Sie sind nicht willens, sich zu ändern. Und so lesen wir in Kapitel 16 und Vers 12 über die sechste der sieben Plagen. Der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Nun halten wir erstmal hier an und sprechen wir ein wenig über die Könige vom Aufgang der Sonne oder vom Osten. Vielfach in vielen Bibeln werden hier die Könige vom Aufgang der Sonne als die Könige des Ostens beschrieben, denn das ist damit ja auch gemeint. Wir lesen hier, dass der Strom Euphrat austrocknet, sodass die Könige aus den Herrschaftsgebieten des Ostens über diesen Euphrat setzen können, um eben hier ins gelobte Land einzufallen. Darum geht es. Nun, wir hatten von den Königen des Ostens bereits gehört. Ich möchte zurückkehren zur Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9. Und lesen wir noch einmal über die sechste Posaune. Da heißt es nämlich angefangen in Vers 13, der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Und wir hatten ja gesehen, wer diesen Tod, der dritten Teil der Menschen, hervorrufen wird. In Vers 16 wird nämlich die Zahl des reitenden Heeres auf 4000 mal 1000 beschrieben, oder wie es besser heißen sollte, 200 Millionen. Ich hörte ihre Zahl. Es war hier wiederum eine Bezugnahme auf die Könige des Ostens. Die haben damals bereits schon einen Angriffskrieg oder einen Vergeltungskrieg gegen Europa geführt, wie wir dies bereits behandelt haben. Aber wir lesen damals noch nicht, dass der Euphrat austrocknet. Wir lasen damals nur, dass die vier Engel, die an dem Euphrat waren, die also verhindert hatten, dass die Könige des Ostens über den Euphrat hinweggehen konnten, in irgendeiner Weise, auch durch Flugzeuge, denen wurde jetzt gesagt, okay,
Haltet also keine Schranke mehr, lasst die diesen Vergeltungskrieg führen. Damals begann dieser Krieg, der wird sich fortsetzen. Denken wir daran, ein Krieg der Könige des Ostens gegen Europa, den König des Nordens, das Tier. Der wird sich fortsetzen, hier wird wiederum davon gesprochen. Aber jetzt wird davon gesprochen, dass die Könige des Ostens über den Euphrat setzen können, nicht nur mit Flugzeugen, sondern auch mit ihren Panzern und ihrem Fußvolk, ihren Soldaten, was auch immer. Was wollen sie tun? Warum setzen sie jetzt über? Nun lesen wir jetzt weiter in Offenbarung Kapitel 16 und Vers 13. Da heißt es, und ich sah aus dem Rachen des Drachen, Satans des Teufels, und aus dem Rachen des Tieres, dieses letzten politischen Führers, und aus dem Munde des falschen Propheten, also dieses religiösen Führers, drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Also schauen Sie, klar und deutlich wird hier gesagt, dass sowohl das Tier als auch der falsche Prophet dämonisch besessen sein werden. Nun, der Drache ist natürlich der Satan, der Teufel, der über alle Dämonen gebietet. Der wird also einen sehr mächtigen Dämon ausschicken, aber hier sind auch die Dämonen angesprochen, die sowohl das Tier als auch den falschen Propheten besitzen. Die werden ebenfalls jetzt andere beeinflussen. Die kommen also aus dem Mund, wie es hier heißt, des Tieres und des falschen Propheten. Nun, wenn Sie ein wenig über Adolf Hitler gelesen haben, wenn Sie ein wenig studiert haben, was Adolf Hitler war, wer er zunächst einmal war, was seine Ideen waren überhaupt und wie er dann scheinbar eine Verwandlung, eine Änderung seiner Persönlichkeit durchführte. Da gab es sogar Ideen, dass er, als er noch 17 Jahre alt war, eine Vision hatte und er sah sich so bereits schon als Herrscher über Deutschland. Wenn Sie daran denken, dass wenn er anfing zu sprechen, auf einmal sich seine Stimme sogar änderte, sein ganzes Make-up. Für mich besteht kein Zweifel, dass Hitler dämonisch besessen war, vielleicht sogar von Satan selbst. Da gibt es also gar keine Neuigkeit, wenn hier geschrieben steht, dass der letzte politische Führer des wiedererstandenen römischen Reiches ebenfalls dämonisch besessen sein wird. Also die gehen jetzt aus, die kommen gleich Fröschen, unreine Tiere interessanterweise. Die Idee, dass man heute alles so essen kann, was man will, keineswegs wird das in der Bibel erwähnt. Also diese Dämonen werden mit unreinen Tieren vergleichen, mit Fröschen. Die kommen heraus. Das heißt in Vers 14, das sind Geister von Teufeln. Die tun Zeichen. Also diese Dämonen, die tun Zeichen. Scheinbar ist sogar der falsche Prophet und das Tier in der Lage, Zeichen zu tun. Falsche Zeichen. Um die Menschen damit zu verführen. Wir wissen das klar von dem falschen Propheten. Aber hier ist die Andeutung scheinbar, dass auch das Tier, dieser falsche politische Führer, Zeichen tun kann durch diese Dämonen, durch diesen einen Dämon oder mehrere Dämonen, die ihn besessen haben. Die tun Zeichen, die gehen aus zu den Königen der ganzen Welt. Also mit anderen Worten auch den Königen des Ostens. Sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Nun, auch hier möchte ich einmal ein wenig anhalten und jetzt zurückgehen zu dem, was wir bereits wissen. Wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn das hier geschieht, das Tier und der falsche Prophet und die Armeen des Tieres im gelobten Land sein werden, im Nahen Osten. Wir wissen dies, weil nämlich zum Beispiel in Daniel Kapitel 11 und Vers 45 uns Folgendes gesagt wird. Daniel Kapitel 11 und Vers 45. Daniel Kapitel 11 und Vers 45. Da heißt es über den König des Nordens. Und der König des Nordens ist kein anderer als das Tier. Er ist auch kein anderer als der moderne, noch zukünftige König, wie es heißt, von Assyrien. Deswegen können wir dogmatisch sagen, dass das Tier, also der letzte falsche Führer, politische Führer, ein Assyrer sein wird. Entweder von Deutschland oder Österreich abstammen wird. Und wenn Sie da irgendwelche Zweifel haben, lesen Sie unsere Broschüren, die auf unserer Webseite auf postenstehen.de gepostet sind.
über Europa in der Prophezeiung, über Deutschland in der Prophezeiung. Und so lesen wir hier, dass dieser König des Nordens, das Tier, dieser politische Führer, der wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen, heiligen Berge. Mit anderen Worten, in Jerusalem wird er seine Zelte aufschlagen. Eine zeitweilige Niederlassung. Ein zeitweiliges Hauptquartier. Nicht das einzige. Ein Zelt ist ja etwas, das man aufschlägt, ist zeitweilig bewohnt, dann wieder abbricht, von einem Zelt zum anderen gehen kann. Aber er wird zeitweilig in Jerusalem sein, er wird sein Zelt dort zeitweilig aufschlagen. Das heißt dann, es wird aber mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Also das Tier wird in Jerusalem sein. Es hieß auch bereits schon, wenn wir zurückkehren zu Offenbarung Kapitel 11, dass ja dieses Tier in Vers 41, der König des Nordens, in das herrliche Land einfallen wird. Durch seine Armeen. Christus hat ja gesagt, wenn ihr Jerusalem von Armeen belagert seht, dann wisst ihr, dass sein Ende gekommen ist. Es war dies eine endzeitliche Prophezeiung. Viele werden umkommen, heißt es ja hier dann in Daniel 11 und Vers 41. Also die Könige des Ostens, die ja nach wie vor in diesem Krieg begriffen sind mit Europa, die werden im Nahen Osten einfallen, um gegen das Tier zu kämpfen. Um die Armeen des Tieres, die Jerusalem belagert haben, zu bekämpfen. Möglicherweise auch, um den falschen Propheten zu bekämpfen, denn der wird sich ebenfalls in Jerusalem aufhalten. Schauen wir uns noch einmal 2. Thessaloniker an, Kapitel 2. Und wenn ich sage noch einmal, dann nur deshalb, weil ich hin und wieder auch schon in vergangenen Predigten darüber gesprochen habe. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und die Verse 3 und 4. Und da herrscht auch viel Verwirrung. Einige meinen hier, damit sei das Tier gemeint, was hier beschrieben steht. Das ist keineswegs der Fall. Es geht hier um den falschen Propheten. Schauen Sie, was hier gesagt wird. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und in Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen, der Abfall von der Wahrheit, und der Mensch der Bosheit, oder der Mensch der Sünde, oder wie andere Übersetzungen es sagen, der Mensch der Ungerechtigkeit. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, wie es auch übersetzt werden kann. Dieser Mensch muss kommen, der muss offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Er wird also im Tempel Gottes sein, der Tempel, der noch errichtet werden wird in Jerusalem. Er wird dann zusammen mit dem Tier dort einfallen. Die Opfer, die die Juden begonnen haben zu geben, werden ja dann abgeschafft werden. Und dieser falsche Prophet, der von sich vorgibt, er sei Gott, er wird im Tempel Gottes sitzen. Vielleicht sogar im Allerheiligsten. Damals war der Tempel ja in verschiedene Schichten aufgeteilt. Das Allerheiligste war der Ort, wo lediglich der Hohepriester einmal im Jahr Eintritt haben konnte. Aber wenn natürlich er Gott ist, wie er sagt, dann kann er natürlich immer in diesem Allerheiligsten Zugang haben. Aber es wird hier über diesen falschen Propheten gesagt, über diesen Mensch der Bosheit in Vers 9, der wird in der Macht des Satans auftreten. Klar ist, besessen. Er wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, Vers 10, und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Was ist Ungerechtigkeit? Sünde ist Ungerechtigkeit. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Was wird dieser Böse tun? Er wird die Menschen dazu verführen, das Gesetz Gottes zu übertreten, zu sündigen, ungerecht zu leben, gesetzlos zu leben. Und er wird dies natürlich tun, weil er von Satan, dem Teufel, besessen ist, verführt ist, oder zumindest von einem seiner Dämonen. Er wird zumindest von Satan inspiriert. Und so lesen wir, er wird sie mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen dann handeln, die verloren werden, weil sie, es heißt nicht nur die Wahrheit nicht angenommen haben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ein großer Unterschied. Man kann theoretisch die Wahrheit annehmen, man kann theoretisch begreifen, dass man die 10 Gebote halten muss, dass man zum Beispiel nicht mehr rauchen soll, dass man zum Beispiel kein Schweinefleisch mehr essen soll, dass man zum Beispiel keinen Ehebruch mehr betreiben soll, keine Drogen zu sich nehmen soll und, nicht mehr im Krieg andere Menschen töten soll. Man kann das theoretisch vielleicht anerkennen, aber liebt man die Wahrheit dann auch? Liebt man sie so sehr,
dass man willens ist, sie unter allen Umständen zu befolgen, selbst wenn dies zu Verfolgungen kommen kann. Das geht uns alle an. Wir müssen uns alle diese Frage stellen, wie weit sind wir willens, die Wahrheit zu gehen? Wie weit lieben wir sie? Wie weit lieben wir sie so sehr, dass wir willens sind, sogar dafür zu sterben, wenn es sein muss? Einige sagen, ja, ich kann aber heute den Sabbat nicht halten, denn in dieser Zeit, da muss man ja doch einfach am Sabbat arbeiten. Okay, Sie haben vielleicht erkannt, dass der Sabbat zu halten ist, aber Sie haben die Liebe zu der Wahrheit nicht genug, um dann auch konsequent das durchzuführen. Und so heißt es hier, Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, und weil Sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben und nicht beibehalten haben, wenn Sie sie einmal angenommen hatten, wird Gott es zulassen, dass dieser falsche Prophet durch seine lügenhaften Zeichen und Wunder diese Menschen verführt, sodass sie dann total von der Wahrheit sich abwenden. Also der wird auch in Jerusalem sein. Die Armeen werden in Jerusalem sein. In Offenbarung Kapitel 11 lesen wir noch einmal, was geschieht, wenn die zwei Zeugen ihre Prophezeiungen beendet haben. Offenbarung Kapitel 11, die Verse 7 bis 8. Da heißt es, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, aus dem Abgrund der Geschichte, der Vergangenheit, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt. Warum? Weil sie dann in Jerusalem sein werden und weil das Tier eben auch in Jerusalem sein wird. Und sie werden dann auf dem Marktplatz der großen Stadt liegen, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten. Aber die heißt nur geistlich so, denn es ist die Stadt Jerusalem, wo es nämlich heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Also die werden in Jerusalem sein, zumindest dann. Sie werden dann getötet werden dort von dem Tier, das eben ebenfalls in Jerusalem sein wird. Nun denken wir daran, dass eben jetzt die Könige des Ostens über den ausgetrockneten Euphrat vordringen ins gelobte Land mit dem offensichtlichen Ziel, das Tier, den falschen Propheten und die Armeen letztendlich zu besiegen und zu vernichten. Wie wir noch sehen werden, zum gleichen Zeitpunkt werden sie auch gegen Europa noch vorgehen. Amerika, Großbritannien, andere englischsprachige Nationen wie Australien, Neuseeland, Kanada, sogar Südafrika, die werden keine Rolle mehr spielen. Wie wir ja bereits wissen, werden die bereits von dem Tier, von der letzten Auferstehung des Römischen Reiches in einem Krieg vernichtet worden sein. Nun, heute sagen uns einige, das kann doch gar nicht sein, Amerika ist noch so stark und Großbritannien ist auch so stark, der würde Europa niemals gegen die vorgehen. Nun, das wird sich drastisch ändern. Wenn Sie ein wenig die Sitzungen verfolgt haben, die Debatten verfolgt haben, die zurzeit stattfinden in Amerika bezüglich der neuen Präsidentschaftswahl. Egal, wer da jetzt der neue Kandidat wird, okay, und wenn der dann gegen den jetzigen Präsidenten auftritt, da ist meines Erachtens keine große Alternative vorhanden. Eine Alternative, die mir irgendwie sagen würde, oh ja, wenn der jetzt drankommt oder wenn der jetzt dran bleibt, was auch immer, die Dinge werden sich drastisch ins Gute verkehren. Was ich sehe, ist eine absolute negative Entwicklung hin zu totalen, innerhalb der amerikanischen Bevölkerung sogar, totalen Zerstörung des Landes. Wir haben einen Schuldenberg, der überhaupt niemals wieder abgeschafft werden kann. Die Zeit wird kommen, wo Amerika nicht mehr willens ist, Krieg zu führen. Nicht, weil sie auf einmal jetzt erkannt haben, dass es falsch ist, Krieg zu führen. Nein, sie haben keine Lust mehr daran. Sie haben sich so sehr in diesen anderen Kriegen verzettelt, dass sie auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben werden, Krieg zu führen. Und dann wird der Zeitpunkt kommen. Und wie das provoziert werden wird, wissen wir nicht. Die Bibel sagt uns nicht, wie es provoziert wird. Die Bibel sagt uns aber, dass es geschehen wird. Dann wird es zu diesem Krieg kommen. Und diesmal wird Europa gewinnen. Schauen Sie, es wird so schlimm werden. Und ich hatte dies bereits erwähnt, aber ich möchte noch einmal kurz im Zusammenhang dies Ihnen deutlich machen. Kehren wir zu dem Buch Hesekiel zurück. Hesekiel Kapitel 6 und Vers 6. Nun denken wir daran, Hesekiel schrieb diese Prophezeiung, da war er bereits ein Gefangener der Juden in Babylon. Das geschah also lange nachdem das
israelitische Nordreich in die Versklavung geführt worden war durch die Assyrer. Und gleichwohl schreibt Hesekiel über Israel, das Haus Israel, nicht die Juden. Das war das Haus Juda. Die wurden erst später von den Babyloniern in die Gefangenschaft geführt und da war der Hesekiel einer von denen. Aber er spricht über das Haus Israel. Es geht nicht um das damalige Haus Israel. Es geht um die Endzeiterfüllung des heutigen Hauses Israel, das eben hauptsächlich Amerika darstellt, Manasse, Großbritannien, Ephraim und dann andere englischsprachige Nationen. Nun, einige haben gesagt, ja, das kann doch gar nicht sein. Israel, das ist doch, oder vielmehr Amerika, ist doch ein Schmelztiegel. Da gibt es so viele andere Nationen. Natürlich, das war damals im alten Israel auch schon bereits der Fall. Aber Gott sieht auf die ursprünglichen Einwanderer, die aus England kamen und aus anderen Ländern kamen, die aber israelitischen Ursprungs waren, die sich dann in Amerika niedergelassen haben. Und schauen wir uns an, was Gott dazu sagt in Hesekiel Kapitel 6 und in Vers 6. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. Denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen, zunichte machen und eure Rauchopfersäulen zerschlagen und eure Machwerke vertilgen. Und Erschlagene sollen mitten unter euch daliegen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Die Aussage, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, bezieht sich immer auf den Zeitpunkt, wenn Gott in das Weltgeschehen eingreift. Mit anderen Worten, ungefähr ein Jahr beginnend vor der Wiederkehr Christi. Genau das Gleiche gilt für den Ausdruck der Tag des Herrn. Überall, wo ihr wohnt, sagt Gott, und er spricht das moderne Haus Israel an, sollen eure Städte verwüstet werden. Das war damals keineswegs der Fall oder möglich. Aber heute mit den Nuklearwaffen, die wir besitzen, ist das durchaus denkbar. Schauen wir uns auch wiederum Hosea Kapitel 5 an, eine Stelle, die ich ebenfalls schon erwähnt hatte. In Hosea Kapitel 5 und in Vers 5. Da wird uns nämlich auch der Zeitpunkt genannt, wann alles dies geschehen soll. Auch dies ist eine endzeitliche Prophezeiung. Hier wird ein deutlicher Unterschied gemacht zwischen Israel oder dem Haus Israel und Juda oder dem Haus Juda. Also die Israeliten und die Juden sind nicht identisch. Alle Juden sind Israeliten, natürlich. Sie stammen ja von Israel oder Jakob ab. Aber nicht alle Israeliten sind Juden, die wenigsten sind es. So lesen wir hier in Hosea Kapitel 5 und Vers 5. Wieder Israel zeugt seine Hoffart, darum sollen Israel und Ephraim fallen. Ephraim, der führende Stamm des Hauses Israel, um ihrer Schuld willen, auch Juda soll mit ihnen fallen, zusammen. Also mit anderen Worten, der Zerstörungskrieg, den das Tier gegen das moderne Haus Israel und das Haus Juda führen wird, wird im gleichen Zeitpunkt stattfinden und gleichzeitig wird es eben auch eine Verfolgung wahrer Christen geben. Alles dies wird ja durch die große Trübsal symbolisiert. Das hatten wir bereits gesehen, das Martyrertum der Heiligen im gleichen Zeitpunkt, wenn das Tier auch in Jerusalem einfallen wird und diesen Angriffskrieg gegen Amerika und England führen wird und gewinnen wird. Also wenn die Könige des Ostens im Zeitpunkt der siebten Posaune sich in das gelobte Land begeben, dann ist Israel und Juda keine Relevanz mehr. Die sind dann gar nicht mehr in irgendeiner Form zu beachten. Die sind nämlich bereits in Sklaverei. Aber schauen Sie, das beginnt im Zeitpunkt der großen Trübsal. Viele werden sterben. Viele. Der Amerikaner, der Briten, der Juden werden sterben. Aber einige werden in der Sklaverei überleben. Aber dies wird sich fortsetzen. Es ist ja nicht so, dass die große Trübsal beginnt, so ungefähr 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi, und dann hört die auf. Und dann kommen die himmlischen Zeichen und dann hören die auf und dann kommt der Tag des Herrn. Nein, alles dies wird sich ja weiterentwickeln, weiter fortsetzen. Wir lesen dies deutlich im Buch Jeremia. In Jeremia Kapitel 30. Auch hier wiederum denken wir daran, Israel und Juda werden in der großen Trübsal versklavt werden, die überleben. Aber schauen wir, was hier in Jeremia Kapitel 30 und Vers 7 geschrieben steht. Jeremia, Kapitel 30 und in Vers 7. Es geht jetzt hier um den Tag des Herrn. Also die Zeitspanne, die nach der großen Trübsal, nachdem die große Trübsal begonnen hat, dann beginnt. Und so heißt es hier in Vers 7, wehe, es ist ein gewaltiger Tag,
seinesgleichen ist nicht gewesen. Es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Also die sind jetzt in Sklaverei. Aber die müssen es auch miterleben, was jetzt geschieht. Dieser allumfassende, weltweite Krieg, der droht, alle Menschen zu vernichten. Es ist eine Zeit für Angst oder der Angst für Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Christus wird zurückkommen, wie wir noch sehen werden, um diejenigen, die in der Versklavung sind, zu befreien. Aus der Versklavung zu erlösen. Zurückzubringen ins gelobte Land, wenn es sich um Israeliten und Juden handelt. Und dann wird es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, seit der Erschaffung des Menschen, seit Adam und Eva, wahre Freiheit geben. Wahre Freiheit. Wir sprechen heute viel von Freiheit. Wir sprechen heute viel vom Frieden. Wir haben heute weder Freiheit noch Frieden. Auch wenn wir nicht versklavt sind, rein buchstäblich gesehen, sind wir doch versklavt durch die Versklavung der Sünde. Die Bibel sagt, wir sind alle Sklaven der Sünde. Alle Sklaven Satans. Satan hat die ganze Welt verführt, gekidnappt sozusagen. Gott ruft einige heute aus dieser Versklavung heraus, geistlich gesehen. Er wird aber dann, wenn Jesus Christus zurückkommt, diese Erkenntnis allen Menschen deutlich machen. Und dann werden sie darauf reagieren. Wir hatten ja gesehen, noch bevor Christus zurückkommt, werden die meisten Menschen nicht darauf reagieren. In Jeremia 30 geht es also um die Angst für Jakob. Und in Vers 4 wird deutlich gesagt, wer hier gemeint ist. Dies sind die Worte, die der Herr redete über Israel und Juda. Jakob ist ja der Stammvater von den Israeliten und den Juden. Alle sind hier mit eingeschlossen. Kehren wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 16 zurück. Denn jetzt wird etwas geschehen, was nicht in der Absicht der Könige des Ostens lag. Wir sehen, dass hier diese drei unreinen Geister wie Frösche aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des falschen Propheten und aus dem Munde des Tieres kommen. Und die gehen jetzt zu allen Königen der Erde, um sie, wie es heißt, zu versammeln zum Kampf am großen Tage Gottes des Allmächtigen. Und so lesen wir hier in Vers 15, dass Christus hier wiederum eine Warnung ausspricht. Er sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Einige meinen, die könnten heute genau feststellen, wann Christus zurückkommt. Die haben das Jahr herausgefunden, die haben sogar den Monat herausgefunden, die mögen sogar meinen, den Tag herausgefunden zu haben. Christus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Er sagt, bitte, dass ihr nicht davon übervorteilt werdet. Wachet und betet. Er sagt, ihr wisst nicht, wann ich zurückkomme. Sicherlich ergibt das Gleichnis von dem Feigenbaum. Und er sagt, wenn der Feigenbaum anfängt zu blühen, dann kann man erkennen, dass die Zeit nahe ist. Wenn ihr also all diese Dinge sehen werdet, die geschehen werden, dann könnt ihr erkennen, dass seine Wiederkunft nahe ist. Aber nicht zu dem Zeitpunkt kann man erkennen, wann genau, an welchem Tag er zurückkommt. Er sagt, ihr wisst weder Zeiten, noch Tag, noch Stunde, noch Jahr. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt er. Selig ist, der da wacht, selbst in dem Zeitpunkt noch, und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Was sagt Christus? Wer beharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden, der wird selig werden, der wird das Heil erlangen. Vers 16. Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Armageddon. Armageddon. Schauen Sie, dort wird man sich versammeln. Einige meinen oder viele lehren heute und sprechen von der Schlacht zu Armageddon oder der Krieg zu Armageddon. Die Bibel sagt keineswegs, dass der Krieg, diese Entscheidungsschlacht, von der wir gerade gelesen haben, der Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen, dass der zu Armageddon stattfindet. Dort versammelt man sich lediglich. Schauen Sie, Armageddon, eine Zusammenfassung der Worte Har und Megiddo, bedeutet so viel wie der Hügel von Megiddo. Megiddo, ein Tal, ein großes Tal, wo man sich versammeln kann. Aber die Entscheidungsschlacht, die wird in der Tat vor Jerusalem stattfinden. Man versammelt sich dort, die Könige der Erde versammeln sich dort, um dann
nicht mehr gegeneinander zu kämpfen, wie es ursprünglich die Absicht gewesen sein mag, sondern um sich dann zu verbünden gegen einen neuen Feind. Es ist ja hier Satan, der die verführt, inklusive die Könige des Ostens. Die haben jetzt auf einmal Kunde von einem neuen Feind erhalten, den es zu bekämpfen gilt. Wer ist dieser neue Feind? Kein anderer als der zurückkehrende Jesus Christus. Jetzt auf einmal erkennen sie, dass ihre Überlebenschance sehr gering geworden ist, wenn sie nicht diesen neuen Feind besiegen, bekämpfen. Wie damals auch die Pharisäer Jesus Christus töten wollten, weil sie gesagt haben, wenn der weiter noch so das tut, was er tut, dann kommen die Römer in unser Land, die nehmen uns unsere Privilegien weg. Und es hat ja auch geschichtlich immer wieder die Situation gegeben, wo ursprünglich Feinde zu Freunden wurden, wenn sie einen dritten Feind sahen. Schauen wir uns einmal als Parallelstelle vielleicht Lukas Kapitel 23 an. Denn hier wird auch etwas sehr Interessantes gesagt. Lukas Kapitel 23. Es geht hier um Jesus Christus, der also hier von Pilatus verhört wird, der von Herodes verhört wird. Und dann wird der Herodes den auch wiederum verspotten. Und dann sandte er ihn zurück nach dem Pilatus in Vers 11. Und jetzt lesen wir in Vers 12 von Lukas 23. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Denn vorher waren sie einander Feind. Warum waren sie Freunde geworden? Weil sie jetzt einen gemeinsamen Feind hatten, Jesus Christus. Schauen Sie. Und so wird es auch in der Zukunft geschehen. Alle diese Könige, diese Herrscher, diese Nationen, die gegeneinander gekämpft haben, die werden jetzt Freunde. In dem Sinne, dass sie sich zusammen jetzt versammeln, um gegen diesen gemeinsamen Feind vorzugehen, Jesus Christus. Nun, warum sie das tun werden, das ist ein wenig Spekulation. Aber interessanterweise gibt es auch geschichtlich hier einige interessante Ideen. Es gibt zum Beispiel eine alte Prophezeiung innerhalb der katholischen Kirche, die von dem Erscheinen des Antichristen ausgeht. Und es wird gesagt, dieser Antichrist, der kommt, um den Sonntag mit dem Sabbat zu ersetzen. Der kommt, um diese alten Gesetze, die Gott auch abgeschafft hat, wieder zu erneuern. Der kommt, um gegen den wahren Vertreter der Christenheit, wie sie ihn nennen, vorzugehen. Er wird eine Auferstehung von den Toten vortäuschen. Er wird mit Dämonen kommen, die aber dann als Engel angesehen werden. Das ist der Antichrist, der muss bekämpft werden. Es ist klar, dass hier von dem wahren Christus die Rede ist, der aber dann als Antichrist dargestellt wird. Nun, vielleicht wird auch eine gewisse Euphorie stattfinden zu dem Zeitpunkt, weil man meint, jetzt kommen also wirklich so Außerirdische aus dem All, die jetzt die Erde übernehmen wollen. Es gibt ja sehr viele Science-Fiction-Filme, die das alles so porträtieren. In den meisten Fällen sind die Außerirdischen natürlich Feinde der Menschheit. Was auch immer der Beweggrund sein wird, es ist klar, aufgrund der Einflussnahme der Dämonen werden sich diese Könige miteinander verbünden, um gegen Christus zu kämpfen. Hamageddon, der Hügel von Megiddo, der ist so 55 Meilen oder 90 Kilometer nördlich von Jerusalem zu finden und ungefähr 15 Meilen oder 25 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Wir lesen, dass Megiddo eine sehr fruchtbare Ebene ist und heute durch das Tal von Jezreel bekannt ist. Das ist der Punkt, der Ort, wo sich diese Armeen versammeln werden. Sie werden aber dann nach Jerusalem vorstoßen. Und die Entscheidungsschlacht wird, wie das die Bibel an anderen Stellen nun sagt, im Tal von Jehoshaphat stattfinden, das heute als das Kidron-Tal bekannt ist. Dort wird Jesus Christus sein. Er wird ja auf den Ölberg herabsteigen, herabkommen mit den Heiligen. Und diese Armeen werden da hinziehen, um Christus zu bekämpfen. Nun schauen wir uns jetzt einmal die siebte Plage an. Die siebte Plage, denn was wir gerade gelesen hatten, war ja die sechste Plage.
Die siebte Plage wird auch wiederum beschrieben in Offenbarung Kapitel 16, angefangen in Vers 17. Da heißt es, und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Also schauen Sie den Zeitpunkt, wenn es um Harmageddon geht. Da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, bis dann es geschehen ist. Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, scheinbar eine Bezugnahme auf Jerusalem. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon der Großen. Babylon wird in Offenbarung 17 als ein System beschrieben, aber auch als eine Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist. Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen. Und jetzt fangen die Menschen an zu bereuen. Ich war, jetzt haben sie erkannt, wie schwer sie gesündigt haben gegen Gott. Schauen Sie, was hier geschrieben steht. Ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Denn diese Plage ist sehr groß. Selbst dann sind die Menschen nicht bereit, verführt wie sie sind, den wahren Gott anzuerkennen, seine Macht. Dieses Erdbeben wird auch an anderen Stellen beschrieben in der Bibel, wie zum Beispiel in Jesaja Kapitel 2. Jesaja Kapitel 2. Und einige fragen sich vielleicht, ja, warum lese ich all diese schrecklichen, furchtbaren Stellen? Habe ich nicht etwas Positives zu verkünden? Schauen Sie, Gott will, dass wir aufwachen. Gott bietet uns ja Schutz an. Gott sagt uns ja heute, ihr braucht diese Zeiten nicht zu erleben. Ihr könnt beschützt werden vor dem, was kommen wird, wenn ihr euch zu mir bekehrt. Wie auch damals Jona die Nineviten gewarnt hat. Die haben sich damals bekehrt. Die Bibel ist für jedermann lesbar zu erhalten. Ich meine, es gibt mehr Bibeln auf der Welt als alle anderen Bücher. Wie viele lesen sie? Wie viele nehmen sie wörtlich? Wie viele beten zu Gott um Verständnis? Hier wird im Alten Testament genau das Gleiche gesagt, was wir im Buch der Offenbarung gelesen haben. In Jesaja Kapitel 2, angefangen in Vers 12. Angefangen in Vers 11 lesen wir, worum es hier geht. Es heißt, denn alle hoffärtigen Augen werden erniedrigt werden. Und stolze Männer, die werden sich beugen müssen. Der Herr wird aber allein hoch sein an jenem Tage. Wiederum geht es hier um den Tag des Herrn. Vers 12, denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hoffärtige und Hohe, über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Über alle hohen und erhabenen Zedern und dem Libanon und über alle Eichen in Baschan, über die hohen Berge, über alle erhabenen Hügel, hohen Türme, über alle festen Mauern, Schiffe im Meer, über alle kostbaren Burgen. Mit anderen Worten, nichts wird bestehen können, wenn Gott seinen Zorn ausgießt. Und denken wir daran, es geht um den Zorn Gottes des Vaters und des Lammes Jesus Christus. Vers 17. Dass sich beugen muss alle Hoffart der Menschen und sich demütigen müssen, die stolze Männer sind. Und der Herr allein wird hoch sein an jenem Tage, und mit den Götzen wird es ganz aus sein. Und da wird man in die Höhlen der Felsen gehen, in die Klüfte der Erde, vor dem Schrecken des Herrn, vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. Schauen Sie, in Kapitel 13 wird mehr uns gesagt, was geschehen wird, wenn Gott sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. In Kapitel 13, angefangen in Vers 6, heulet, denn des Herrn Tag ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Vers 9. Siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten, die Sünder von ihr zu vertilgen. Vers 10, die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell,
Die Sonne geht finster auf, der Mond gibt keinen Schein, die himmlischen Zeichen, die ja dem Tag des Herrn vorausgehen. Vers 11, ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen, die Gottlosen um ihrer Missetat willen, will den Hochmut der Stolzen ein Ende machen, die Hoffart der Gewaltigen demütigen. Vers 13, denn ich will den Himmel bewegen und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen. Deswegen wird es ein Erdbeben geben, so groß wie es noch nie eines vorher gegeben hat. Die Erde wird von ihrer Stätte weichen durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines Zornes. Auch in Kapitel 24, Jesaja Kapitel 24, und wir lesen angefangen in Vers 1, siehe, der Herr macht die Erde leer und wüst, wie ich eben schon sagte, nicht viele werden am Leben bleiben. Wirft um, was auf ihr ist, zerstreut ihre Bewohner. Vers 5. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz. Ach, ich dachte, das Gesetz sei abgeschafft. Ich dachte, Jesus Christus kam, um uns zu verkünden, dass er das Gesetz seines Vaters abgeschafft habe. Wo doch Christus sagte, glaubt nicht, ich bin gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, es abzuschaffen, sondern zu erfüllen, es anzufüllen mit seinem wahren Sinngehalt. Wie Jesaja auch gesagt hat, er kommt, um das Gesetz herrlich und groß zu machen. Wenn Sie Stellen im Neuen Testament lesen über das Gesetz, müssen Sie begreifen, dass es auf den Zusammenhang ankommt, wenn vom Gesetz die Rede ist. Wenn es aber um das Gesetz Gottes geht, da sagt Christus durch den Apostel Paulus, das Gesetz ist herrlich und recht und gut. Hier sagt Gott, er wird die Erde schrecken, er wird sie entweihen, sie ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote. Ändern die Gebote. Wie ändern sie die Gebote? Indem sie die Gesetze Gottes, die heiligen Festtage Gottes abschaffen, den wöchentlichen Sabbat, die heiligen jährlichen Festtage und sie durch andere Gebote der Heilighaltung ersetzen, durch andere Tage, Festtage. Sie ändern die Gebote dadurch, dass sie sagen, ja, wir können ruhig in den Krieg ziehen, es gibt schon einen gerechten Krieg, Gott wohlgefälligen Krieg. Sie ändern die Gebote dadurch, dass sie sagen, ja, eine Ehe, das ist nicht nur eine Verbindung zwischen Mann und Frau, das ist auch eine Verbindung zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau. Oder man braucht ja gar nicht zu heiraten, um geschlechtlichen Sexualverkehr zu haben und. Aber Gott ist darüber nicht sehr erfreut. Er sagt, sie ändern die Gebote, sie brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde. Schauen Sie, wenn man das Gesetz Gottes bricht, dann ist man unter dem Fluch des Gesetzes. Und so heißt es hier, darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es, die darauf wohnen, darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Einige werden übrig bleiben, aber nur wenige. Einige lehren, die Erde wird total dezimiert sein, es wird gar keine Menschen mehr auf Erden geben für 1000 Jahre und deswegen würden die Heiligen vom Himmel aus die Erde beherrschen oder von der aus regieren. Nein, es werden Menschen auf Erden überleben. Christus wird auf die Erde zurückkommen, um auf Erden zu herrschen. Und die Heiligen werden mit ihm auf Erden herrschen. Schauen Sie, wie viel Verwirrung herrscht in religiösen Zirkeln. Selbst diejenigen, die meinen, die Bibel wörtlich zu nehmen, sind total verwirrt im Hinblick auf einige der Prophezeiungen. Ich bete zu Gott, dass sie nicht verwirrt sind. Und wenn sie verwirrt sind, wenn sie verführt sind, dass sie die Wahrheit erkennen. Dass sie zu Gott beten, dass er ihnen die Wahrheit eröffnet. Vers 19. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten, zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener, wird hin und her geworfen, wie eine schwankende Hütte, denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Die Erde, die gedrückt wird von der Missetat. Nun, die Bibel sagt uns, die Erde wird für ewige Zeit bestehen bleiben, zunächst einmal physisch, dann aber auch geistig. Aber es geht hier um die Missetat, diese Missetat, die die Erde drückt. Eine solche Erde wird nicht wieder aufstehen. Schauen Sie, das ist der Zusammenhang hier. Vers 21, und zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen, in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Das ist das Erdbeben, von dem hier die Rede ist. Ein Erdbeben so groß, wie es noch nie eins gegeben hat, bis
zum Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Wenn der siebte Engel seine Posaune bläst, dann werden auch andere Dinge geschehen. Wir lesen, dass im Zeitpunkt des Blasens der siebten Posaune diejenigen, die in Christus gestorben sind, auferweckt werden, zu ewigem Leben auferweckt werden, Teil werden der Gottfamilie. Die Gottfamilie, die zurzeit aus dem Vater und dem Sohn Jesus Christus besteht, die sich aber erweitern will. Das war der Grund, warum Gott den Menschen überhaupt erschaffen hat. Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Wir sollen die Herrlichkeit Christi erlangen. Wir sollen zum Ebenbild Christi werden, der das Ebenbild Gottes des Vaters ist. Wir müssen aber zu Geistwesen verwandelt werden, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, wie es heißt. Wir müssen wiedergeboren werden, nicht nur wiedergezeugt. Wenn wir heute den Heiligen Geist erhalten, wenn wir getauft werden auf richtige Weise, wenn uns die Geistlichen der wahren Kirche Gottes die Hände auflegen, sodass wir dadurch den Heiligen Geist erlangen können nach der Taufe, dann werden wir durch den Heiligen Geist gezeugt, werden gezeugte Mitglieder der Familie Gottes, noch nicht wiedergeborene Mitglieder. Denn wer wiedergeboren ist, der ist Geist. Sie sind heute noch kein Geistwesen, aber sie haben den Heiligen Geist Gottes in sich, wenn sie wiedergezeugt worden sind. Aber um ins Reich Gottes eingehen zu können, müssen sie wiedergeboren sein, müssen sie ein Geistwesen geworden sein. Und so lesen wir heute in 1. Korinther Kapitel 15, was im Zeitpunkt der letzten Posaune geschehen wird, was auch wiederum die Idee einer heimlichen Entrückung total negiert. Diese Idee ist ebenfalls nirgendwo in der Bibel zu finden. In 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir die Verse 50 bis 56. Da sagt Paulus: Ich sage euch aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Zunächst einmal müssen wir es ererben. Es ist noch nicht hier auf Erden. Es muss erst noch auf Erden errichtet werden. Wir sollen es ererben. Aber wenn wir Fleisch und Blut sind, können wir es nicht ererben. Wir müssen eben verwandelt werden zu Geistwesen. So sagt er auch hier, die Verweslichkeit wird die Unverweslichkeit nicht ererben. Vers 51, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, nicht alle werden sterben. Schauen Sie, der Tod wird mit einem Schlaf verglichen. Einem Schlaf, aus dem man auferweckt werden muss. Er sagt, wir werden nicht alle entschlafen. Einige werden leben, wenn Christus zurückkommt. Einige Christen. Natürlich, diejenigen, die am Ort der Sicherheit sind, die geschützt worden sind während der Zeit. Diejenigen, die während des Tages des Herrn, wie es heißt, oder vor dem Tag des Herrn, versiegelt werden. Die 144.000, die große Menge, die auch versiegelt werden, beschützt werden vor den Plagen, die stattfinden werden. Die werden scheinbar auch noch leben, oder viele von denen. Die werden also nicht entschlafen sein. So sagt er hier, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Alle, ob sie gestorben sind in Christus oder ob sie noch leben. Sie werden alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Es kann nur eine letzte Posaune geben. Es ist die siebte Posaune, von der wir gelesen haben. Zu dem Zeitpunkt, nicht vorher, zu dem Zeitpunkt werden die Heiligen, die gestorben sind in Christus, auferweckt werden zu Unsterblichkeit. Und diejenigen, die noch leben in Christus, die den Heiligen Geist haben, werden verwandelt werden zu Unsterblichkeit. Im Zeitpunkt der letzten Posaune. Wann wird das geschehen? Es wird die Posaune erschallen, die Toten werden auferstehen unverweslich, wir werden verwandelt werden. Wann genau wird das geschehen? Schauen wir uns 1. Thessaloniker Kapitel 4 an. 1. Thessaloniker Kapitel 4, angefangen in Vers 13. Da heißt es, wir wollen euch, liebe Brüder, nicht im Ungewissen darüber lassen, über die, die entschlafen sind, wiederum entschlafen sind, die in den Schlaf eingegangen sind, einem Schlaf, der kein Bewusstsein hat. Mit anderen Worten, wenn sie heute sterben, dann werden sie auferweckt werden, wenn sie ein Christ sind, im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Wenn sie kein Christ sind, werden sie auferweckt werden im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung. Hoffentlich haben sie nicht die unvergebbare Sünde begangen, denn dann werden sie auferweckt werden im Zeitpunkt der dritten Auferstehung. Aber wenn sie sich darüber Sorgen machen, dann haben sie sie nicht begangen. Schauen Sie. Aber alle müssen erst einmal entschlafen. Aber sie haben kein Bewusstsein während dem Zeitpunkt ihres Schlafs. Es ist so, wenn sie heute Abend ins Bett gehen und einschlafen und am nächsten Morgen aufwachen. Sie haben vielleicht 8 Stunden lang geschlafen, wissen nichts über diesen Schlaf, es sei denn, sie haben da geträumt. Aber wenn man in den Tod eingeht, wenn man also entschläft, hat man keine Träume, weil man kein Bewusstsein hat. Für sie wird es so sein, als ob
im nächsten Augenblick, in der nächsten Sekunde, nachdem sie eingeschlafen sind, sie wieder auferweckt werden. Und so heißt es hier: Seid nicht traurig darüber wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Sie, unsere Hoffnung ist die Hoffnung der Auferweckung, der Auferstehung. Denn wenn wir glauben, Vers 14, dass Christus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn wenn Jesus zurückkommt, werden die, die entschlafen sind, auferweckt werden, die noch leben, werden verwandelt werden und wir werden alle Christus in der Luft begegnen, ihn zu begrüßen, aber nicht damit ihm in den Himmel zu gehen, sondern auf die Erde, zum Ölberg, wie uns Zacharja dies sagt. Vers 15. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Es ist ein und derselbe Zeitpunkt. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Also nicht die Toten, die nicht in Christus gestorben sind, die werden erst später auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft. Nicht in den dritten Himmel, wo Gott wohnt, in die Luft, auf den Wolken. Im dritten Himmel gibt es keine Wolken. Dem Herrn entgegen. Also wir gehen ihm entgegen, ihn zu begrüßen. Der Herr, der Herrscher, der König, der jetzt kommt, um die Herrschaft auf Erden zu errichten. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Aber was wird geschehen, wenn wir jetzt Christus entgegengehen als unsterbliche Geistwesen, als Teil, als wiedergeborene Mitglieder der Gottfamilie, wenn wir ihm jetzt begegnen? Nun, schauen wir uns an, was geschieht. Zacharja Kapitel 14. Zacharja Kapitel 14. Und denken wir daran, es geht ja um die Entscheidungsschlacht. Es geht ja darum, dass jetzt diese Könige des Ostens und alle diese Könige, die sich jetzt versammelt haben bei Harmageddon, nach Jerusalem ziehen, um dort den wiederkehrenden Christus zu bekämpfen. Zacharja Kapitel 14, die Verse 3 bis 5. Der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Schauen Sie, das war das Erdbeben damals. Jetzt geht es um das Erdbeben, was wir bereits schon in der Offenbarung kennengelernt haben. Das Erdbeben so groß, wie es keines gewesen ist. Durch dieses Erdbeben werden diese Ereignisse jetzt stattfinden. Dieses Tal wird dadurch erweitert werden. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Die kommen mit ihm, wenn er auf den Ölberg tritt. Wir haben ja gerade im ersten Buch Thessalonik gelesen, wir werden alle Zeit mit Gott sein, mit Jesus Christus sein. Und wo Jesus Christus dann sein wird, werden wir sein. Und er wird zu dem Zeitpunkt auf dem Ölberg stehen. So werden wir also auch mit ihm zu dem Zeitpunkt auf dem Ölberg stehen. Zu der Zeit, Vers 6, wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Es wird ein einziger Tag sein. Der gleiche Tag, wenn Christus zurückkommt. Er ist dem Herrn bekannt. Schauen Sie, mit dem Wort Herr kann sowohl der Vater als auch der Sohn Jesus Christus gemeint sein. Der Herr, das heißt so viel wie der Ewige, ich bin der ich bin. Diese Bezeichnung bezieht sich auf beide. Nun, Christus hat gesagt, er kennt den Tag seiner Wiederkunft nicht. Nur der Vater kennt ihn. So heißt es also hier mit anderen Worten, es ist der Vater, der diesen Tag der Wiederkunft Christi kennt. Es wird ein einziger Tag sein. Es wird nicht Tag und Nacht sein. Und auch um den Abend wird es Licht sein. Schauen wir uns Offenbarung 19 noch kurz an. Da wird noch mehr gesagt, was dann geschieht. Nun, wenn Sie Zacharja weiterlesen, dann werden Sie auch dort feststellen, dass hier die Schlacht beschrieben wird. Da möchte ich nächste
Woche darauf eingehen, mehr. Aber hier zum Abschluss jetzt Offenbarung Kapitel 19, denn da wird nämlich auch etwas gesagt, was geschieht, wenn Christus zurückkommt, wenn diese Schlacht stattfindet. Offenbarung 19 und Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß. Jetzt wird also von der Wiederkunft Christi gesprochen. Auch darauf werde ich dann nächste Woche noch eingehen, wenn Christus zurückkommt, auf einem weißen Pferd sitzend. Um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Christus wird von Engeln begleitet. Wir werden auch dann mit Christus sein. Schauen Sie, hier wird dieser Krieg beschrieben. Der Krieg der Könige gegen Christus, wenn er zurückkommt. Die haben sich jetzt zunächst einmal in Harmageddon versammelt, aber haben jetzt in Christus den neuen Feind erkannt und jetzt wollen sie nach Jerusalem gehen, um dort ihn zu bekämpfen. Und diese Schlacht wird, wie ich sagte, in dem Kirontal stattfinden. Eine Schlacht, nun ja, das Wort Schlacht ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, das wird eine sehr kurze Schlacht sein. Christus wird mit übernatürlicher Gewalt und Kraft diesen Krieg schnellstens beenden. Das Tier, Vers 20, wurde ergriffen. Und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Die werden also dort verbrannt werden. Nun, wie ich noch zeigen werde, das wird nicht ihr endgültiges Schicksal sein, aber in dem Zeitpunkt werden sie zunächst einmal in einem feurigen Pfuhl verbrannt werden. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferde saß. Schauen Sie, das ist das Wort Gottes. Christus wird einen Befehl geben. Das Wort Gottes wird mit dem Schwert verglichen. Christus wird etwas sagen, es wird geschehen. Und wie wir in der nächsten Sendung sehen werden, wenn das geschieht, dann werden die Menschen, noch wenn sie auf ihren Füßen stehen, zu nichts zerschmelzen. In diesem feurigen, in dieser feurigen Atmosphäre, die dann herrschen wird. Die werden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Auch das wird noch näher beschrieben, was damit gemeint ist. Schauen Sie, schreckliche Zeiten werden kommen. Die Menschen werden total verführt sein. Alle Menschen, wie es heißt, die nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, werden verführt sein. Werden dem Tier anhängen, werden dem falschen Propheten anhängen, werden deren falschen Ideen folgen, werden sich gegen Gott auflehnen, werden Gott verfluchen, wenn er die Plagen über sie hereinbrechen lässt, um sie zur Besinnung zu bringen. Gott gibt uns die Warnung. Gott gibt seiner Kirche den Auftrag, die gute Nachricht, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Und er sagt, und dann wird das Ende kommen. Das, was ich heute behandelt habe, ist allerdings Teil der letztendlich doch guten Nachricht, denn alle Dinge müssen ja geschehen, bevor das Reich Gottes auf Erden errichtet werden kann. Wie wir noch sehen werden, Satan, der Urheber alles Üblen, wird verbannt werden. Er wird nicht mehr die Möglichkeit haben, dann, wenn Christus hier auf Erden herrscht, zunächst einmal für diese 1000 Jahre die Menschen zu verführen. Aber dann wird er für eine kurze Zeit freigelassen werden und dann wird er wiederum die Menschen verführen. Und was werden sie tun? Sie werden wieder Krieg führen wollen. Gebe Gott, dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie heute erkennen, dass sie heute die richtigen Entscheidungen treffen, dass sie heute die Liebe zur Wahrheit annehmen, sodass sie nicht diese Plagen erleben müssen, die kommen werden, sodass sie vor dem Menschensohn stehen können, nicht sich vor ihm verbergen müssen, stehen können und die Worte hören können, gut getan, du treuer Knecht, gehe ein in die Freude deines Herrn, in das Reich Gottes, das für euch vorbereitet ist seit Grundlegung der Welt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Norbert Link, für eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes.